Hallo, mein Name ist Frederik Steiner, ich bin Hypnosetherapeut und Hypnotiseur. Schön, seid ihr da. Ich möchte euch heute etwas erzählen über die sogenannten Schnell- oder Blitzinduktionen. Das ist von mir aus etwas vom Faszinierendsten im Themengebiet von Hypnose, weil man kann mit diesen Techniken innerhalb von Sekundenbruchteilen eine sehr tiefe Trance induzieren bei den Leuten. Das ist sehr faszinierend, ist auch bei Shows und Veranstaltungen einfach fantastisch zum Vorführen. Ja, viele Leute fragen sich, wie funktioniert das? Ist doch unglaublich, dass das wirklich so schnell geht. Und ja, es ist auch für mich jetzt mal, wenn ich es mache und wenn ich es erlebe, bei meinen Probanden, unglaublich faszinierend. Es ist jedes Mal anders, es ist nie genau gleich. Und wenn es funktioniert, ist es einfach wirklich mindblowing. Ich kann es nicht anders sagen. Ich selber habe vor 25 Jahren meine erste Hypnose-Show in meinem Dancing in Andermatt gesehen. Das Dancing gibt es mittlerweile leider nicht mehr. Das war das sogenannte Downhill gewesen. Vielleicht kennt das noch jemand von euch. Und die Show hat mich so etwas von beeindruckt, dass ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Und seitdem läuft mir eigentlich das Thema nicht mehr los. Mittlerweile habe ich selber Trainings gemacht in Deutschland beim Dirk Treusch, wo die Techniken lehren. Und ich war sehr überrascht, dass die Techniken gar nicht so schwierig sind. Aber das Entscheidende, was man ausstrahlen muss als Hypnotiseur, ist Überzeugtheit, Sicherheit, Klarheit. Man muss wirklich Mut haben. Man muss Mut haben, auf die Leute zuzugehen. Und an dem bin ich eigentlich noch am meisten am Trainieren. Die eigentliche Technik ist wirklich gar nicht so schwierig, die werden zu sehen. Also, jetzt zur ersten Induktion, die ich euch erklären möchte. Die erste Induktion ist die sogenannte Hand-Pull-Induktion. Das heisst, der Proband drückt mit seiner Hand oder mit seinen beiden Händen auf meine zwei Hände. Und was dann passiert, möchte ich euch in einem kurzen Video jetzt zeigen. Schlaf tiefer. Machst du sehr. Auch für dich geht es. Alles ist gut. Jeden Mund, mit jedem Atemzug kannst du tief. Wunderbar. Schlaf tiefer. Machst du wunderbar tief. Mit jedem Mund und so. Wow, faszinierend, hä? Also, ihr fragt euch sicher, wie das so etwas kann funktionieren und ich möchte es ganz kurz erklären. Bewusstsein, die Aufteilung zwischen bewusstem Denken und unterbewusstem Denken ist 5:95. Das heisst, 95% von unserem Denken passiert im Unterbewussten. Und das Unterbewusste entscheidet auch vollkommen unsere Entscheidungen, also trifft unsere Entscheidungen. Alles zusammen haben wir etwa 86 Milliarden Neuronen in uns. Die 86 Milliarden Neuronen, das ist eine abartige Zahl, können 110 Billionen Synapsen gründen. Das bedeutet, alles, was wir irgendwann erlebt haben seit unserem zweiten Lebensmonat, ist in uns innen gespeichert. Das ist also eine unglaubliche Rechenleistung. Das Unterbewusstsein ist auch 10'000 Mal schneller als das Bewusstsein. Und das Unterbewusstsein trifft pro Sekunde, da müsst ihr euch eben pro Sekunde angeblich 80'000 Entscheidungen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, ihr dürft euch bewusst für irgendetwas entscheiden, dann ist es so, dass euch das Unterbewusstsein das schon mehrere tausend Mal gemacht hat. Ihr versucht nur das, was ihr im Bauch, wir nennen das Bauchentscheid, schon lange entschieden habt, noch mit dem Verstand zu begründen. Mit diesen 5%. So, und jetzt kommt der springende Punkt, warum ich das alles erzähle. Es gibt ein Moment, wo euch das Bewusstsein vollkommen überfordert ist. Und das ist, rate, ist genau dann, wenn euch jemand verschreckt oder wenn ein Schreckmoment erzeugt wird in euch innen. Das ist genau der Moment, wo das Bewusstsein völlig überfordert ist, es weiss nicht, was machen, es ist total gaga. Und dann, in dem Moment, ist der sogenannte kritische Faktor, das ist die Verbindung, also die Schicht zwischen bewusstem Bewusstsein und unbewusstem. Die Schicht ist in dem Moment sozusagen gleich null. Sprich, wenn dann ein Kommando kommt, ein klares, deutliches Kommando, dann tut das Unterbewusstsein das Kommando einfach ausführen. Tada! Und wenn ich in dem Moment
in dem Bruchteil von Sekunden das Wort Schlaf sagen, dann tut das Unterbewusstsein das Kommando entgegennehmen und ausführen. That's it. Easy. So. Technik und Logik ist easy. Jetzt ist es aber einfach so, dass das nicht immer funktioniert. Weil es gibt sehr viele Faktoren, die das verhindern. Es gibt zum Beispiel Leute, die sich gar nicht verschrecken lassen. Oder es gibt Leute, die zwar verschrecken, aber der kritische Faktor bleibt gleich noch erhalten. Dann funktioniert es natürlich nicht. Und das ist auch der Grund, warum das Show-Hypnotiseure, wenn ihr die amerikanische Show auf YouTube anschaut, die ganz viele Leute zuerst vornehmen und dann der Reihe noch die Leute wieder zurückschicken. Weil alle bei denen, wo es eben nicht geht, die schicken sie wieder zurück. Es bleiben aber immer eine Handvoll übrig und die sind hochsuggestibel. Und mit denen kann eine Blitzhypnose wunderbar zeigen und vorführen. Okay? Das war eigentlich ein bisschen der Hintergrund. Das heisst, tut euch mal in die Situation versetzen, wenn ihr hinter einem Ecke vorlaufen und es versteckt euch jemand. Habt ihr schon mal geachtet, was dann passiert? Das ist genau dann, wenn ihr zusammenzucken, oder? Dann ist das Unterbewusstsein komplett überfordert. Und weil kein Kommando kommt, dann geht ihr einfach nur einen ganz kurzen Moment in die sogenannte Angststarre. Auch das, die Angststarre kommt aus dem Urwald. Stellt euch vor, ihr lauft mit eurem Schätzchen durch den Urwald. Alles ist gut, die Vögel pfeifen, wunderbar. Mal einschnaufen, sich mal in den Urwald versetzen. Ja. Und jetzt plötzlich raschelt es im Gebüsch. So, jetzt gibt es drei Varianten. Entweder Flucht, zweite Variante ist Angriff, dritte Variante ist eben Angststarre. Das machen zum Teil gewisse Tiere auch. Das heisst, der tut euch sozusagen wie totstellen. Damit das, was im Busch ist, meint, das Objekt ist tot, also lohnt es sich nicht, das anzugreifen. Das ist die Angststarre. Das kommt aus der Evolution raus. Und die Angststarre, die spüre ich eben, wenn ihr verschreckt werdet. Wenn ich in so einem Moment eben ein Kommando gebe, zum Beispiel Schlaf, dann geht ihr eben in einen schlafähnlichen Zustand. Das heisst, euch ein Unterbewusstsein führt das dann auf und geht einfach in diesen Zustand. Das ist dann nicht Schlaf, sondern Trance. Ich sage aber Schlaf, weil es kein anderes gutes Wort gibt. Schlaf versteht jeder. Ich könnte auch sagen, gang in eine tiefe Entspannung. Aber das geht viel zu lang. In dieser Zeit ist der Schreckmoment schon vorbei. Also es muss ein kurzes Wort sein. Und das einzige Wort, das wirklich verhebt, ist auf Deutsch Schlaf oder auf Englisch Sleep. Yep. Okay. Die zweite Induktion, die ich euch zeigen möchte, ist die sogenannte Handshake. Handshake ist sehr ähnlich, auch jetzt wieder während der Corona-Zeit dürfen wir es nicht. Ja, ist auch gleich. Aber die Filme sind vorher gemacht worden. Handshake bedeutet nichts anderes, als ich die Hand schüttle vom Proband. Und den Moment abwarten und dann lasst euch überraschen, was dann passiert. Ja, jetzt ist es passiert. Ich habe jetzt lang geredet. Das Video ist zu lang. Ich musste es aufteilen. Ihr findet es darum anschliessend im Link oben, wo ich im nächsten Video die Handshake-Induktion vorstelle. Geht schauen, es hat spannende Videos drin. Tschüss!